Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich bin wieder Fortnite und ich möchte euch heute mal eine Map vorstellen. Als allererstes, ihr seht, ich bin Level 43, ich habe offscreen ein bisschen gespielt. Ich habe jetzt diese Runde als privates Match gestartet. Wir spielen die Map Battleground Free for All. Mapcode ist unterm Video in der Videobeschreibung. Da verlinke ich jeden Mapcode von jeder Map, die ich spiele. Darauf erstmal ein Schluck Kaffee. Lecker heißer Kaffee. So, wenn wir dann in der Map sind, zeige ich euch, wie wir auf dieser Map ganz einfach XP für den Battle Pass verdienen. Es ist nicht viel, aber es ist was und nach einer Weile rendiert sich das tatsächlich. Und so, als allererstes natürlich Spiel starten. Da wir im Privaten sind, geht das auch ganz einfach. So, na dann mach mal. Kistengeräusch ist ein bisschen nervig. So, hier sind wir auf der Map. Ihr seht, kostet alles Gold. Die goldenen Waffen können wir uns also nicht holen. Deswegen gönnen wir uns die ein oder andere blaue Waffe. Einmal die. So, wo kann man sich jetzt hier XP verdienen? Einmal da in der Mitte. Da werden wir jetzt mal hinrennen. Und zwar kann man sich einmal diese Münze hier einsammeln. Die bringt XP. Ist nicht viel, aber immerhin was. Und wenn ihr jetzt gegen diese Bots hier kämpft, ihr seht, es gibt auch nochmal pro Bot XP. Das ist total einfach und schick. Hier kann man auch üben, wie man Lust und Laune hat. Also, es, und ich sag mal so, wenn man eine Weile spielt, es rendiert sich tatsächlich. So, dann gibt es einmal da oben eine Münze. Die gönnen wir uns auch noch. Die bringt aktuell bei mir 575, bei meinem Sohn heute hat sie 2000 gebracht. Und da hinten müsst ihr allerdings aufpassen, da sieht man auch schon die Münze. Da sind mehrere Münzen drin. Da kann man erst rein, wenn man eine Stunde gespielt hat. Vorher nicht. Ich habe mir die heute alle geholt. Ich habe knapp 3000 XP bekommen. Ich glaube 6000 ist das Maximum für den Anfang. Ihr müsst allerdings auch aufpassen, dieser Dude dort, der schießt euch ab. Da kommt sie schon geflogen. Da drinnen gibt es auch gratis Goldwaffen. Also... ja, mit dem da ist nicht zu spaßen. Man sieht die goldenen, ja, wie soll ich sagen, Klappe zu da hinten. Die goldenen Verkaufsautomaten, 4 Münzen oder sogar 5, ne, dürften nur 4 sein. Bringt auch nochmal XP und wie gesagt, Hauptaugenmerkmal ist das hier, die NPCs, die bringen jedes Mal XP. Und natürlich für gewisse Spielzeiten und Eliminierung, wie man oben links in der Ecke sieht. Bei 3 Eliminierungen gibt es auch nochmal Bonus XP. Und die steigen natürlich auch wieder schön. Hör auf. Und ihr seht, ich habe gerade 2600 XP im Battle Pass geschrieben bekommen. Also... lohnt sich diese Map zu spielen? Einfach für die, die nicht immer Lust haben, Solo, Duo, Team oder Trio zu spielen und trotzdem XP für den Battle Pass haben wollen. Ich spiele diese Map hier halt sehr gerne. Hier kann ich immer schön üben. Kann man immer schön üben und nebenbei tatsächlich XP farmen. Und ihr seht, je nach Waffe wird es tatsächlich mehr XP. Ich bekomme jetzt schon 65 pro
Bot, den ich ausgeschaltet habe. Und dann gab es wieder 339 XP. Also, wenn ihr keine Lust habt, immer nur XP im Solo, Duo, Team, Trio zu bekommen, gebt unter dem, gebt in der Videobeschreibung den Map-Code ein und spielt ein bisschen hier mit der Map. Man kann ja auch zu zweit, zu dritt spielen, allerdings, es ist eine PvP-Map. Man kann nicht als Team hier rein oder als Duo. Man bekämpft sich, geht dann auch gegenseitig und klaut sich natürlich auch die XP. Das ist normal, aber ja, für die, die es gerne mal alleine versuchen wollen, viel Spaß dabei. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.